Wenn die Glocke schlägt, wird's Zeit fürs Abendgebet. In den Klöstern Yangons strömen die Mönche zusammen, um die Botschaften des Buddhismus zu hören. Von Sanftmut, Frieden, Versöhnung. Doch nicht alles klingt in diesen Tagen so, wie man es von Buddhisten zu kennen glaubt. Alle reden von ethnischen Säuberungen. Gibt es Beweise, wirkliche Beweise, Fotos, Videos, die das zeigen? Die Leute sind geflohen, ja, aber sie haben ihre Häuser selbst angezündet, damit sie behaupten können, das Militär habe sie angegriffen. Aber man darf nichts davon glauben. Sie lügen. Das sind die Menschen, die der Mönch meint. Muslimische Rohingya. An die 700.000 sind in den vergangenen 3 Monaten geflohen, über die Grenze nach Bangladesch, vor ihren buddhistischen Nachbarn, vor dem Militär. Das sind ihre Berichte. Nachts kamen die Soldaten und haben geschossen. Sie haben unsere Prediger abgeschlachtet, vor unseren Augen. Das Blut floss in Strömen. 400 Tote allein in unserem Dorf. Alte Menschen, Kinder sind verbrannt, als die Armee die Häuser angezündet hat. Wer konnte, ist geflohen. Viele glauben, buddhistische Mönche hätten den Hass angestachelt. Schon bei früheren Unruhen hätten sie selbst geprügelt. Unter ihnen seien viele, die die Rohingya verteufeln. Alles falsch, alles Fake News, so sieht es Ashin Kumara. Im Internet streut er seine Sicht der Dinge, rechtfertigt das Militär und beschuldigt die Flüchtlinge. Er nennt sie Bengalis, hält sie für illegale Einwanderer aus Bangladesch. Ein Volk namens Rohingya gibt es für ihn nicht. Und so soll es für jeden sein, da macht er keine Ausnahmen. Wenn der Papst uns jetzt besucht, muss er ganz vorsichtig sein. Er ist ein religiöser Führer mit Einfluss. Es ist gut, dass er kommt, aber ich habe eine klare Warnung für ihn. Das Wort Rohingya sollte er nicht benutzen. Hat der Papst aber schon mehrfach, und er hat das Leid der Flüchtlinge angeprangert. Botschaften, die die Buddhisten Myanmars nicht hören wollen. Franziskus, der Katholik, ist heute gelandet. Wie weit wird er sich vorwagen, um zwischen Buddhisten und Muslimen zu vermitteln? Liebe und Frieden nennt der Vatikan die Mission. Es wird eine schwere.